Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Material Energy Hypercubed. Wir sind wieder ganz schlecht bewaffnet, ganz schlecht ausgerüstet. Wir sind das letzte Mal ja nochmal gestorben, leider. So, und jetzt müssen wir hier leider nochmal... Die Feder hätte ich eigentlich liegen lassen sollen, aber vielleicht ist er dann später weg, wenn ich wiederkomme. Ja, vielleicht bin ich auch schon wieder weg, wenn ich wiederkomme. wo waren wir? Da waren wir. So. Ich habe noch ein paar Fackeln zum Glück einstecken. Mir brennt gleich wieder der Arsch. So, gehen wir mal wieder. Drücken F7-Taste durch und sammeln hier ein bisschen was ein. Aua. Ja, ja, ist gut. Du auch. Du auch. So, ich will möglichst viel von dem Bereich hier beleuchten. Aua. Ja. So, ich hatte ja zum Glück nicht viel dabei, aber mein wichtigster Punkt war, möglichst viel von dem Zeugs hier beleuchten. Ja, nicht schon wieder, hey. Also, ich zeig's euch nochmal, wie man das macht, nicht? A lot of soul. Da ja sonst überall in der Gegend rumfliegt, also runterfliegt, Cheat-Modus, ja. So, dann Koffer TPX1, dann zweimal die Leertaste. Okay, zu spät. Nochmal gestorben. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir kommen hier eigentlich an der Insel raus, nicht? Was sind unten? Ja, das sind meine Tote, ja? Ja, okay. Die machen wir mal weg. So. Weil das muss hier nicht sein, dass das Zeug hier rumsteht. So. Die Köpfe brauchen wir nicht. So, und dann brauchen wir hier einen Teleport auf 1029.000. Wie gesagt, das steht bei Perfect Spawn. Und dann sind wir auch schon hier. Können hier runterspringen. 1, 2, 3. Und dann natürlich hier wieder den Cheat-Modus ausschalten. Und dann gehen wir mal auf ein neues wieder rein. Wobei, wir könnten mal was anderes probieren. Special IO. Hier. Stehen wir nicht drauf? Hallo? Ah. So. Okay. Wir brauchen nochmal Fackeln. Fackeln. Theoretisch bräuchte man ein paar Arrows. Haben wir aber keine. Wir haben 6 Federn. Flint haben wir auch da. Und ein bisschen Holz haben wir auch noch da, ne? Genau. Dann machen wir uns mal ganz schnöde. Da ist auch noch nichts gewachsen. Ne, es ist doch. Ja, komm, machen wir es mal ganz schnöde. Dann die hier und euch hier und dann direkt übereinander. Ah. So, so viel haben wir. So viel können wir mitnehmen. Langsam gehen mir ja auch die Stildecker aus. Okay. Und dann brauchen wir nochmal einen Bogen. Den schleimigen vielleicht. Nicht die beste Wahl, aber immerhin irgendetwas, womit wir uns wehren können. Puh, heute ist mal wieder warm bei uns. Aber das war die letzten Tage ja schon so. Und mir läuft hier das Wasser in meinem Büro von der Stirn runter. Tja, so wird nicht, dass sie mich da unten überrennen gleich. Nein, tun sie nicht. Ja, aber fast. Mann. Ich hab keine Baublöcke. Nee. Ja, und wieder so ein kleiner Drecksack. So, hier haben wir's. So, wie sieht's denn mit F7 aus? Schlecht da unten. So. Hier hin.
Hier hin, hier hin. Hier hin. Uah. Füße verbrennen. Verdammt. Nicht schon wieder. Ich will nicht nochmal sterben. Na, Mann. Okay. Also nochmal das Spielchen. Options, Inventory, Cheat, Global. So, Cheat. Es kann natürlich sein, weil ich auf Server spiele, dass das natürlich anders ist wie bei euch. Vielleicht muss ich da nochmal was umstellen. Ich glaube, ich weiß, was ich machen könnte. So. Okay, da sind wir dann schon mal richtig. Stehe aber drauf. Hallo. Wo bist du? Ah, jetzt. So. War das Set Home, Set Spawn? Set Spawn. Ha! Set Spawn hier. Jetzt müsste eigentlich stimmen. Theoretisch. Gut. Hoffentlich stimmt's. Wir werden eh nochmal sterben. Pff. Machen wir überhaupt keine Sorgen. So, jetzt sollten wir uns wirklich mal langsam darum kümmern, dass unten mal hier die Poularde beendet wird. Pfeile haben wir nicht mehr. Wir haben eigentlich gar nichts mehr, außer hier so ein paar lumpige Teile. Außer lumpige Teile, also im Cutlass. Nehmen wir das Cutlass. Pfeif drauf. Das muss jetzt mal. Dann haben wir hier noch Bone Shuriken, Paper Shuriken, Nickel Shuriken. 4 Attack, 4 Attack. Ne, heben wir uns nochmal was für ein bisschen später auf, nicht? Das kann ja wahrscheinlich noch mehr brauchen. Leute. Okay. Na gut. Beides aus Nickel. Ja. Fackeln haben wir jetzt natürlich wieder mal keine dabei. Ich bin aber gespannt, ob ich dann meine ganzen Gräber hier mal endlich. Torch. So. Wird uns auch langsam. Geht uns auch raus. Aber langsam mal sicher, sollten wir nach unten alles ausgeleuchtet haben, oder? Das sag ich jetzt. Eigentlich. Eigentlich. Hühnchen, du bringst mir kein Glück. Du bringst mir kein Glück. Nein, tust du nicht. Ne? Wo sind sie hin? Da ist einer. So. Da haben wir wieder einen. Also, versuchen wir es mal mit nicht stürmen. Gut. F7. F7. Da. Gut. Sieht so richtig aus im Moment. Ja, okay. Wir nutzen das mal aus. Und versuchen hier alles gut auszuleuchten. Da drüben sieht es noch schlecht aus. Und überall liegen meine Gräber rum. So. Da sieht es noch nicht gut aus. Sein Herz, verdammt. Können wir schnell eine Fackel setzen? Läuft er mir jetzt noch? Fackel setzen. Da sieht's gut aus. Ui, verdammt. Und? Wo bin ich? Okay.
Irgendwas stimmt hier immer wieder nicht. Ach komm. Ist ja eine Katastrophe. Ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder, wenn ich das hier wieder korrigiert habe. Dummerweise. Whatever. Wir werden es gleich sehen. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Viel war nicht mehr los da unten. Ein bisschen was noch. Das heißt, mit dem, was wir hier haben, sollten wir eigentlich zurechtkommen, theoretisch. Nehmen wir uns mal den und den mit. Torches haben wir keine mehr. Aber wir sollten eigentlich Sticks haben. Und Coal sollten wir auch ein bisschen haben. Genau. So. Das sollte reichen. So. Hoffentlich reicht's. Und dann können wir mal da unten die ganzen Gräber wieder plündern. Und natürlich dann mal langsam in die ganzen Kisten gucken und lauter so ein Zeugs. Und natürlich sollten wir noch weiter ausleuchten. Ach ja. Das war jetzt wirklich eine schwere Geburt. Also das war wirklich richtig schwer für dich. Das waren auch ganz schön viele Gegner. Aber ich glaube und ich weiß, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss hier unten. Da. Wir sollten zuerst mal da oben entlang gehen. Natürlich wieder nichts zum Bauen dabei. So, aber gehen wir einfach mal einmal drumherum. Da ist ein Zombie. Okay. So, dich haben wir. Da hat man ausgeleuchtet, da ist ein Grab von mir. Das steht ja noch schön. Hier ist nichts im Moment. Hier ist nichts. Außer Gräbern von mir. Gräber, Gräber, Gräber. Ach so, ne? Ui. Hinweg mit dir. So, nochmal die F7, das soll ich betätigen. Mal hier einen Überblick verschaffen. So, passt alles. Da oben sind noch welche. Komme ich gerade nicht hin. Da ist noch einer. Da komme ich aber hin. So, und da oben kommen wir da so irgendwie hin. Ah, so geht's. Da drüben fehlt noch was. Da ist noch ein Creeper. Kommt davon, wenn man gescheit ausleuchtet. Schnell weg. Und noch. Oh, hat geklappt. Uiuiuiui. Da hinten könnte noch einer rumstehen. Genau, haben wir mal eigentlich gut ausgewertet. Eigentlich. Na gut, explodiert ist mir aber schon. So, jetzt dürfte es doch mittlerweile ruhiger werden, oder? Sag ich jetzt. Hoffentlich. Da haben wir noch einen Spot. Ach ja. Das waren jetzt aber viele, viele Tode. Gefällt mir gar nicht. Aber gut. Da ist noch was schlecht beleuchtet. Ein hierhin bitte. So, dann können wir mal langsam mit dem Einsacken hier anfangen. So, das ist gut. Hier läuft im Moment nichts rum. Also hundertprozentig sicher ist es noch nicht. Ich brauche auch gleich wieder was zu essen. Da haben wir aber gut ausgeleuchtet. Was haben wir hier? Phosphorid. Oh, du Blödmann. Hallo. Stirbst du mal? Also. Gut. Sollte damit auch beleuchtet sein da oben. Theoretisch. So. Schauen wir, was wir in unseren Gräbern haben. Wahrscheinlich nichts für Sinnvolles. Und was liegt hier? Also, einer von meinen Shurikens. Da oben. Können wir die Pfeile einsammeln? Wahrscheinlich nicht. Nö. So, ein Grab haben wir. Da stehen noch zwei weitere. Drei. Meine Güte. Ein Massaker. Hab sie dir an mir. So, dann haben wir das hier. Dann haben wir das gleich hier. Ist ja trotzdem geschafft irgendwann mal, ne? So, zack, zack, anziehen, anziehen, anziehen. Anziehen. Machen wir so. So und so. Inventar. Ziemlich voll schon. Trotzdem gucken wir mal da die Kiste rein. Oh. Was haben wir denn da? Nett. Nehmen wir mit.
Das Zeug da drin, müssen wir uns auch noch irgendwie überlegen, wie wir es mitnehmen. Okay. Das Einzige, was jetzt hier rumliegt, ist so ein Dagger. Was können wir dafür wegschmeißen? Meine 6 Köpfe? Nein. Ich will nichts wegschmeißen davon. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Wir können das erstmal in Sicherheit bringen. Zumindest ein bisschen in Sicherheit. An eine Stelle, an die wir leichter kommen. Nämlich an die hier. So, packen wir mal das Zeugs hier alles rein. Dann können wir auch erstmal was futtern. Und dann können wir uns ein wenig ausrüsten wieder. Das. So. Dann kommt das an die 2. Nein. So. Das an die 2. Den Cleaver. Ich bin halt nicht sicher. Cleaver gegen den hier. Ich sag den da hier. Ich bleib bei dem einfach mal. Das ist eine gute Idee. So, dann brauchen wir noch Torches, haben wir genug. Arrows haben wir jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen aufgesammelt. Bam 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 bam. Das Questbuch liegt noch da. Und was zu essen haben wir gesagt. Was zu essen brauchen wir jetzt mal. Wir nehmen mal den Watermelon. So, dann machen wir nochmal Baumblöcke. Dort ist mir zu wertvoll. Hier drüben ist nämlich noch nicht ausgeleuchtet. So. Dann hier hin. Das ist ja ganz fies hier. Die Ecke ist ganz fies. Kann oben was spawnen? Theoretisch ja, ne? Theoretisch ja. Machen wir nur noch einen hin. An der Fackel soll es jetzt nicht scheitern. Da drüben sieht es gut aus. So, was haben wir hier alles? Quadruple Compressed Cookies! Lecker! Und Greater Reward Bag. Hui! Haben wir die hier schon gehabt? Weiß ich nicht. Guck mal rein. Wir können jetzt in Ruhe erstmal rumgucken. Haben wir noch nicht. Übrigens war sehr schön angeordnet. Sehr schön jedes Mal angeordnet. So, hier noch irgendwas gewesen. Ja, da und da. Ist immer schwierig hier. Pick Iron und Bronze. Nehmen wir natürlich mit. Da oben. Seht ihr das da oben? Da. Ich brauche noch mehr Baublöcke. Ja. Und hier haben wir noch eine. In die hatten wir schon mal geguckt. Okay. Dann machen wir das folgendermaßen. Das ist Gur. Bauen wir einfach ein bisschen Gur ab. Die guten Baublöcke hier schon da haben. In größere Mengen. Man weiß ja nie, was sich dahinter verbirgt, aus Versehen. So. Nehmen wir alles mit. So, die hatten wir. Und dann haben wir da oben noch eine Kiste. Das ist diese Reihe. So, das gegen den da. Und aufwärts geht's. Auf hier auf dem Berg. Moment. Oh, noch mehr Cookies. Noch mehr Quadruple Compressed Cookies. Yeah! So, ja, wenn wir schon mal da oben sind, mal genauer umgucken. Und dann machen wir einfach Folgendes. Um uns einen noch besseren Überblick zu verschaffen, gehen wir doch einfach mal darüber. Okay, da sehen wir schon. Da haben wir noch. Was ist mir da jetzt gerade entgegengeflogen? Na, das war bloß ein Block, okay. Wir gucken da weiter. Ah, okay. Da ist nichts mehr. Da müssen wir noch mal ein bisschen für Sicherheit sorgen. Haben wir für Sicherheit gesorgt? Ja. Passt. Gut. Da oben liegt nichts mehr, ne? Ich sehe nichts mehr, okay. Aber sicher kann man sich da nirgendwo sein, ne? Weil irgendwo könnte er ja wieder was verpackt haben.
Das werden wir dann immer im Nachgang feststellen. Auf jeden Fall haben wir das hier jetzt, glaube ich, ganz gut erledigt. Dann nehmen wir das noch mit, was wir noch liegen haben lassen. So, dann haben wir hier nämlich noch jede Menge Ressourcen. Und die werden wir jetzt einfach abholen. Und das kann jetzt eine Zeit lang dauern. Und ich weiß nicht, ob ihr mir dabei zuschauen wollt. Weil ich kann euch hier natürlich die Geschichte meines Lebens erzählen. Die meisten Leute wird es nicht interessieren. Oh, da hinten steckt ein Bösewicht. Mit Explosivfallen. Bisschen Ruhe. Jawohl. Ha. Wo kommst du denn bitte schon her? Wo kommst du her? Keine Ahnung. Na gut. Man muss sich hier wohl, glaube ich, damit arrangieren, dass ab und zu mal ein böser Junge um die Ecke biegen kann. Ja, machen wir hier mal weiter. Hier kommt natürlich jede Menge Salpeter und Phosphorid, was vielleicht nicht unbedingt in erster Linie für sinnvoll erachtet wird. Was man aber später mit Sicherheit für irgendwelche Legierungen, diese super speziellen, overpowered, Gott weiß, was nicht alles Metallurgie-Sachen brauchen könnte. Das nehmen das einfach mal alles mit. Und ich hätte gesagt, ich baue das Zeugs mal in Ruhe ab. Und habe ich da drüben einen roten Fleck gesehen? Pickaxe hält noch. Nö, da war kein roter Fleck. Das war nur die Fackel. Okay. Und wer weiß, ob sich da nicht noch was drunter verbirgt. Oder wollt ihr einfach noch so lange da bleiben? Ein paar Minuten hätten wir, glaube ich, noch Zeit, ne? Ja, wisst ihr was, wir bauen einfach mal hier in Ruhe ein bisschen das Bergchen ab. Inventar, sieht noch gut aus. Kein Problem. Habe ich jetzt eins zu viel abgebaut? Ja, wurscht. So. Ich weiß nicht, ob das sich. Also normalerweise hätte ich gesagt, ne, nach so vielen, in Anführungsstrichen, sinnlosen Materialien, könnte man doch theoretisch mal vermuten, dass man da irgendeinen Müll dahinter versteckt. Okay. Habe ich jetzt aus Versehen wieder mal was weggebaut. Egal. Mit der Spitzhacke muss man schon langsam aufpassen, weil die wird. Sag ich's nicht. Was haben wir denn? Greater Reward Bag. Und noch jede Menge Stained Glass Paints. Was der immer mit seinen Stained Glass Paints hat. Was auch immer. Und die Hühnchen da oben halte ich für einen Running Gag, weil ich glaube, die gibt's nicht. Da fehlt, glaube ich. Das gibt's, glaube ich, in jedem Level, nämlich dieses Hühnchen. Das da, da drüben, was wir gerade gesehen haben. Und ich hätte gesagt, das ist, glaube ich, ein Running Gag. Ist meine Meinung. Also wie ihr gesehen habt, es gibt was drunter. Ich werde mit Sicherheit die ganzen Haufen alle abbauen. Komplett die, weil wir wollen ja nichts liegen lassen. Und wir wollen ja nichts verkommen lassen. Wenn ihr uns das schon alles so schön anbietet hier, dann sollten wir das auch mitnehmen, ne? Ja. Aber das dauert natürlich seine Zeit und das müssen wir natürlich jetzt nicht alles mitten in der Aufnahme machen. Ist klar. Ist auch kein Thema. Weil das wird dann mehr Zeit langweilig, hätte ich gesagt. Wir haben hier wirklich auch noch Sinnvolleres mit unserer Zeit anzufangen. Wie mir zuzugucken, das Zeug sie abzubohren. Okay, nein. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn hier, mir zuzugucken. Bis ich das hier alles abgebaut habe, das kann noch einen Moment dauern. Da ist die erste gleich die Fackel weg. So, hier noch weg und hier noch weg. Und dann, ups. Ja, ich will wieder hoch. Lass mich hoch. Da ist noch ganz viel Material und meine Tasche ist voll, verdammt. Ach ja. Gut. Ich werde das Zeug jetzt erstmal wegschaffen. Läuft hier irgendwas Dummes rum? Gerade im Moment nicht. Und wo komme ich rein? Andere Seite. Oder? Hühnchen. Komm, gehen wir da rein. Ist wurscht. So. Und das Ding hier ist auch fast voll. Okay. Was heißt fast voll? Machen wir mal die größeren Sachen weg. So. Und dann
Sollen wir mal kurz in die Report-Picks reinschauen? Ich bin ja so gespannt eigentlich. Na komm, das machen wir noch zum Ende der Aufnahme. Mal schauen wir nochmal. Üblicherweise da. Reward-Pick. Mit Asium-Chunk, okay. Redstone-Seed, okay. Und ein Quicksilver-Chunk. Okay, nicht unbedingt das Beste und Gelbste vom Ei, aber immerhin. Ich weiß. Naja. Was wir noch brauchen, ist Climate Control und Crystalline Cytos. Das ist ein Stockwerk noch tiefer. Ground hatten wir schon. Und dann können wir uns anfangen, diese ganzen Alloys herzustellen. Und danach kriegen wir dann die nächste... Okay, da haben wir noch einiges zu tun. Und da haben wir nämlich auch dann wieder ganz viel zu schmelzen. Ich will fast sagen, das nächste, was wir brauchen, ist die Schmelze. Aber nicht mehr in dieser Folge. Nein, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt nochmal einen Daumen oben, ein Like, ein Plus 1, ein Kommentar. Kommentar natürlich immer gerne. Wenn ihr mich abonnieren wollt, dann klickt hier einfach auf das Video. Ansonsten klickt ein bisschen auf die Videos drumherum. Und ich wünsche euch noch, dass ihr eine schöne Zeit habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.